in western Ukraine are filling up as the wounded arrive in droves from the front lines. I visited one of the hospitals here in Lviv and spoke with patients about their recovery and to their doctors, some really testing their skills by performing procedures they've only Zuvor allerdings noch ein Blick in die ukrainischen Spitäler. Dmytro is in shock. Hier werden komplexe Wunden behandelt. Der junge Mann hat versucht, die ukrainischen Streitkräfte gegenüber der russischen Armee zu unterstützen. Allerdings ist er dann in ein Bombardement gekommen. Er hat allerdings diesen Angriff überlebt. After, you know, really some horrendous few days. I never thought that I would say it. You have to protect yourself to the maximum and follow all the rules. Er sagt, er hätte es nie gedacht, dass er das mal sagen würde, aber er muss sich auf alles einstellen, was passiert. Der 19-Jährige hat seine Eltern mittlerweile verloren. Im Westen der Ukraine wird er eben behandelt, seine Rekonvaleszenz wird Wochen dauern. Dmytro's part of a steady stream of patients who have been evacuated from the and arrived in the medical trains like this. Wie es viele andere Personen evakuiert in sichere Spitäler gebracht. Viele Personen versucht man in Sicherheit zu bringen mit Zügen in sichere Regionen. Auch die kleine Sophia wurde evakuiert und nun in ein Spital gebracht. Die 9-Jährige versucht sich nun auch zu erholen nach einem Angriff der russischen Streitkräfte. Sie ist sehr stark. Sie hat nicht einmal geweint, als sie verwundet wurde, sagt ihre Mutter. Die Mutter zeigt der Reporterin nun Fotos aus glücklicheren Zeiten. Nun ist ihre Tochter im Krankenhaus in Behandlung. I walked in and unexpectedly she said, "Mommy," with tears in her eyes. I was so happy that she remembered me and that she didn't lose. Die Mutter ist so glücklich, dass sich ihre Tochter an sie erinnern kann und dass sie nicht ihre Erinnerung verloren hat. As he shows me her CT scans. I would give chance not more than 1%. Wir sehen hier die Verletzung des kleinen Mädchens. Der behandelte Arzt sagt, dass er so eine Verletzung noch nicht gesehen hat, vor allem, dass das kleine Kind hier überlebt hat.